Gekommen seid heran. Hier fängt zugleich ein Spiel vom Rattenfänger an. In dem könnt ihr von ungefähr so sehen, was im Jahre 1284 hier in Hameln ist geschehen. Doch waren dazu mal, so scheint die Bürger recht verblendet, weshalb dieses Spiel auch leider schrecklich traurig endet, wie das in Märchen und in Sagen oft geschieht. Damit ihr am Ende aber froh von hinnen zieht, wird sich der Rattenfänger mit den Ratten und den Kleinen, die er entführt, nochmals zum frohen Zug vereinen. Doch nun passt auf, das Spiel beginnt. Gleich werdet ihr erfahren, was nach der Sage ist geschehen, vor vielen hundert Jahren. Schlägst du tot und 20 kommen wieder vorgebrochen. Oh Gott, was haben wir denn nur verbrochen? Was sollen wir tun? Reicht denn da niemand Rat? Lass uns zum Bürgermeister gehen, zum Oberhaupt der Stadt. Ja, zum Bürgermeister. Ja, das lässt sich hören. Wir müssen ihn bestürmen. Ja. Er muss schwören, Abhilfe zu schaffen. Unverzugt! Ja. Jawohl! Es muss endlich was geschehen! Kommt mit! Kommt alle mit! Wir wollen zu ihm gehen! Was ruft ihr hier vor diesem Haus? Ja, du! Herr Bürgermeister, hilf uns! Sagt, was sollen wir tun? Die Ratten lassen uns bei Tag und Nacht nicht ruhen. Kein Mensch kann sich vor Ratten
und vor Mäusen retten. Ja. Ach, dann laufen die noch über unsere Bitten. Ja. Ihr müsst was tun, dass diese Plage ein Ende hat. Ja. Jawohl, ihr seid das Oberhaupt der Stadt. Ja! Ja. Ihr Leute, wir wollen vor den Ratten ruhen. So lasst mich reden. Hört mir doch nur zu. Höre doch mal. Zu mir kam ein Mann, der von sich sagt, dass er uns helfen will. Und helfen könnte. Hier ist er! Hört ihn selbst! Jawohl, ihr Leute! Ich kann euch ohne jede Pein von Ratten und von Mäusen heute noch befreien! Wie kann er das? Wie will er das denn machen? Herr Pfeiffer, die Ratten fangen? Ha, ha, ha! Da kann man doch mal lachen! Ich sage euch, am Abend sind die Ratten fort. Und Ruhe habt ihr alle hier am Ort. Was gebt ihr mir, wenn ich noch heute am Tage euch und die Stadt befreie? Von der Rattenplage. Was zahlt ihr mir für einen Lohn? Hundert Dukaten? Oh. Ja, 100 Dukaten zahlen wir gern, mein Sohn. 100 Dukaten? Das ist nicht so viel. Es sei. Es sei. Ja! Hört, wie ich jetzt auf meiner Flöte spiele. Das ging auch nicht mit rechten Dingen zu. Gleich wie mir es ging, gibt's
hatte Kuh. Blind folgte sie ihm nach. Er fing sie alle ein. Das muss doch wohl ein richtiger Rattenfänger sein. Warten Sie, alle fort. Wozu das Reden? Wir sind frei. Das ist ein Glück. Nun ist mit aller Not vorbei. Tirili, Tirili, fortet alles Rattenvieh. Tirili, Tirili, fortet alles Rattenvieh. Nur zu, ihr Kinder. Tanzt und singt. Freut euch. Es ist durch alle ganzen Kinder. Meister, alle Ratten fing ich fort, aus Hof und Haus. Ertränkt sind sie. Nun zahlt mir meinen Lohn auch aus. 100 Dukaten. Nun, so gib sie her. 100 Dukaten. Keinen Heller weniger. Noch mehr. Dukaten für das bisschen Flötenspiel. Mein lieber Mann, das scheint mir dafür doch zu viel. Hier, eigen Dukaten. Den wurde mir gegeben. Eigen Dukaten? Davon kann nicht mal eine Ratte leben. Die Ratten? Die sind tot! Du musst nun weiterziehen. Dort geht's hinaus. Wir wollen dich mit deinem Teufelswerk nicht mehr bemühen. Wir brauchen keinen Teufelspfeifer hier in unserer Stadt. Ja, nicht mehr, was euer Bürgermeister mir versprochen hat? 100 Dukaten, sagte er. Und 100 Dukaten habe ich zu bekommen. Du hast ja deinen Lohn schon hingenommen. Er hat die Ratten eingefangen und kann dafür auch seinen Lohn verlangen. Für so ein bisschen Pfeifen, was? Du bist wohl nicht recht klug. Eigen Dukaten. Für das Flötenspiel. Ich denke wohl, das ist genug. Ja. Auf einer Pfeife trillern. Du, das können unsere Kinder auch. Echt, Mann, dein Wort hier ist das Landesbrauch. Willst du wohl nicht vom Bürgermeister den Respekt verlieren? Du bist ein fahrender Gesell. Du kannst zum Stadttor rausmarschieren. Ja, ich will mein Recht. Gehst du nicht rein? So lass ich dir den Respekt beweisen. Geh aus dem Weg. Du kannst nun weiterreisen. Ich gehe, Nachbarin. Ich wollte für meinen Mann das Essen richten. Wir Ratzen und die Bürger kommen. Wir wollen zusammen in die Kirche gehen. Gott danken. Dafür danken, was an uns geschehen. Ich bin nicht.